Hallo und herzlich willkommen jetzt auch wieder zurück zu einer weiteren Dark Orbit Reloaded Folge und das natürlich heute im Inneren meines Accounts. Und ja, die meisten werden jetzt schon wissen, was auf sie zukommen wird. Und zwar werde ich heute meinen Account ein bisschen herzeigen, sprich einfach mal die Hangarhalle, wo sich die Ausrüstung und die Konfigurationen zusammenstellen. Und dann können wir noch schauen, vielleicht schauen wir uns noch ein bisschen was anderes an. Und sonst werden wir dann noch anschließend jagen gehen, aber jetzt einmal gucken wir einmal in den Hangar. Und ich hoffe, ihr seid jetzt endlich zufrieden, für alle, die das sehen wollten. Meine Confis, also da sind schon mal die Drohnen, Mann. Wie schauen die aus? 80%, naja. Haben wir schon noch ein bisschen so Ausrüstung. Jetzt ist es soweit. Und da werden wir. Also, die meisten, wenn sie es schon gedacht haben, da kann ich eigentlich gleich mal kurz umbauen. Das brauchen wir dann. Das Diminisher Design. Also, Speed-Konfiguration. 15 LF4-Laser, alle auf Stufe 16. Dann einen Rocket Launcher, 15 Speed-Generatoren und die ganzen Extras sowie Raketen, Nachkauf-CPU, Tanz-CPU. Drohnen-Reparatur-CPU, genau, ganz wichtig. Ich habe schon gedacht, das ist der Radar-CPU, aber das ist da irgendein anderer. Das ist der Radar-CPU. Bringt sich auch nicht mehr viel, soweit ich weiß. Ja, Slot-Extender, Slot-CPU 4, Jump-CPU, Rep-CPU, CPU hin und daher, immer weiter. So, Drohnen. Die Drohnen in meiner Speed-Konfiguration sind ganz einfach. Es ist auf jeden Fall mal alles Herkules. Es ist alles Herkules und ich werde einfach mal nur ganz langsam durch scrollen, weil das ist mir zum Erklären ein bisschen, ja, es wäre unnötig. Es sind auf jeden Fall, soweit ich jetzt mitzähle, 8, 10, 11 LF4 drinnen und ansonsten sind nur 9 Schilder drinnen, ja. Die Pet ist auf jeden Fall ganz einfach ausgerüstet, was mir gerade noch auffällt. Na, geht kein LF4. Okay, alle LF4 auf 16 da, soll weit, außer der da. Der ist da irgendwo bei dem Thron noch drin. Schilde einfach mal gelevelt, nicht alle, ich habe noch nicht alle gekauft, brauche ich auch nicht, wird man auch nicht wirklich brauchen, die Pet ist eigentlich nur zum Großteil dafür Kamikaze und ja, zum Großteil kann man auch nicht sagen, aber es wird häufig eingesetzt und ich brauche irgendwie das Schild nicht, ja, die Pet stirbt sowieso oft genug, also wird das auch nichts daran hindern, dass sie nicht so schnell down geht, fliegt sowieso jedes Mal nur mit wenig Hitpoints herum. Also brauche ich da nicht ungefähr ein paar 100.000 Schild oder mehr Schild als überhaupt irgendwas, oder? Es muss doch richtig viel sein. Gut, auf jeden Fall. Die Gears, Kamikaze Gear 3, Gegner Locator Gear 3, Autosammel Gear 3 und das Combo Reparatur Gear 3 und die anderen habe ich noch nicht gekauft. Wie teuer wären die eigentlich? Oh, 40.000 Iridium, sicher nicht. Gut, ganz unten habe ich auf jeden Fall noch Radarprotokolle und sonst nur Laserprotokolle und ein Außenprotokoll. Ganz wichtig. Das brauche ich auch. Ja, eins sogar ist das nur, naja. Und der Rest ist auf 3. Gut, und jetzt zur Damage Confer ist die Pad eigentlich ziemlich gleich. Außer dass die Laser nicht auf 16 sind, weil die ja sonst schon waren. Das sind auf jeden Fall. Das bei den Lasern ist wieder gleich. Da erinnern. Der Rocket Launch auch. Nur jetzt sind statt Speed-Generatoren Schilde drinnen, alle auf 16. Hier unten, ja, hat sich nur ein bisschen das Kantan-CPU oder Jump-CPU drin. Nur auf die 1-1 ist einer drin und der, komm schon, dieser Full-Buy-Assistent für die Pet-Treibstoff, genau, Pet-Treibstoff. Und ja, in der anderen Konfiguration sind lauter Havocs und wirklich 35 LF4-Laser. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe noch nicht umgebaut. Das sind jetzt wirklich meine 35 Laser drin. Okay, da habe ich mich beim letzten Mal ein bisschen vertan. Ich habe gedacht, es ist keine Full Damage Config. Das war es trotzdem. Also ich vertue mich schon oft, ja. Aber gut. Dann bauen wir da nochmal kurz um. Die Pad ist jetzt ziemlich gleich, das wisst ihr eh. Oder ihr seht das eh, sagen wir es mal so. Ihr könnt das Ganze jetzt ja nachverfolgen. So, Drohnen. Also, das sind jetzt ungefähr 2, 4, 6, 8, 10,
12, 13, 15 Laser drin und nur 5 Schilde sonst da drinnen. Also ihr wisst ungefähr jetzt dann, wie viel so ungefähr meine Jagdkonfis drin sind. Aber selbst das sind nicht die wirklichen Jagdkonfis. Ich baue ständig immer um. Ich kann mich nie wirklich entscheiden. Ich verwende viele Konfis. Deswegen funktioniert das Fighten auch nicht jedes Mal so gut. Ja, es ist immer unterschiedlich, das Fighten. Das haut deswegen auch nie wirklich so hin. Weil jede Konfi ist irgendwie konterbar. Und ja. Deswegen ist das so. Gut, Auktion. Habe ich da noch? Ich glaube, ich brauche noch ein Tanz-CPU. Wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir gleich nochmal nebenbei dahin. Aber ansonsten, ich glaube, jetzt wäre das mit den Konfigurationen Herzeigen mal recht gut geklärt. Und dann hätten wir für das erste das auch abgehakt. Ich hoffe, ihr wart damit jetzt auch mal zufrieden. Weil Tech Factory. Weil ich jetzt wirklich nicht mehr wüsste zum Herzeigen für dieses. Für die Konfiguration. So, jetzt haben wir's. Ich bin ja gerade nur immer am Überlegen, was ich jetzt noch mache. Genau, wir können auch Pilot Sheet schauen. Wenn wir schon dabei sind, zeigen wir gleich ein bisschen alles her. Also da stehen eigentlich dann die ganzen Hauptdaten. Die Spielzeit, die Rangliste, Mitglied. Seit 2010 spiele ich schon, die Zeit vergeht auch. Dann steht da noch die ganze Spielinformationen. So, Achievements. Achievements kann ich auch gleich herzeigen. Habe ich 60%. Also ich bin immer sehr dahinter gesessen. Halloween habe ich halt sehr wenig getan. Ja, so viel war's. Naja. Diverse. Gewinn Jackpot Arena ist das Einzige, was noch fehlt. Den Drohnen fehlen noch 100. Hey, ganz genau. 39.000 Drohnenformationswechselungen. Den Rest ist eigentlich recht fertig. Das war nicht schwierig, außer da. Ja, das mit den Bonusboxen, das tue ich mir nicht an. Das ist nicht so meins. Und da diese Fähigkeitsarchivments, ja, die werden noch lange dauern. Obwohl, das ist fast fertig, löse die Aufklärfähigkeit 75 Mal aus. Ha! Ein einziges Mal fehlt das noch. Werden wir noch machen, ja. Der Rest ist eigentlich schon ziemlich fertig, deswegen sind auch die 60% fertig. Außer die 10 aus Minen legen, da fehlen noch ein paar Tausender. Und erreicht Level 25. Puh, ob ich das noch irgendwann mal machen werde, keine Ahnung. Habe ich nicht wirklich Lust zu. Aber mal schauen, wie das Spiel noch wird. Derzeit ist das Einzige, woran das Spiel schwächelt, der Spielermangel. Auf jeden Fall die ganzen Titel noch da. Sind ziemlich viele, ich weiß. Kann man sich nicht wirklich entscheiden, was man nehmen soll. Ich glaube, das ist auch... Ah, na. 10 eingeladene Freunde erreichen Level 11. Oha, das ist auch neu. 10 eingeladene Freunde erreichen Level 11. 25 eingeladene Freunde erreichen Level 12. Jetzt wollte ich fast wieder 11 sagen. Naja, das ist eh ganz schön was. Das ist nicht... Ja, ja. Das ist mal was. Gut, ja, auf jeden Fall, wenn ich da schon mal so mit dem, was an dem Spiel ist, hin und her, wäre es eigentlich gut, dass wirklich jetzt mal eine Serverzusammenlegung käme. Wäre gut, wenn die mal überhaupt irgendwo kommen würde. Würde mich auch wirklich sehr freuen. Und ansonsten, ein paar neue Maps sind dann auch cool. Oder größere Karten, ja, weil dieselben Maps sind auch irgendwann mal langweilig. Und kennen tut sie auch schon jeder, der das Spiel schon länger spielt. Deswegen ist das auch schon langweilig ein bisschen, ja. Okay. Gut, dann hätten wir das noch. Das Profil hätten wir auch. Den Skilltree, ja, warum nicht, wenn wir schon dabei sind. Habe ich nicht gerade viel gemacht, also volle Forschungspunkte habe ich noch nicht. Das kommt alles nur durch Galaxy klicken mit den Logfiles. Dadurch, die kaufe ich sicher nicht. Also ich kaufe sie schon sehr lange nicht mehr. Und ja, ist recht schön voll.
Werde ich noch schauen, was ich voll mache. Irgendwas wird sicher noch voll werden. Aber bis es soweit ist, finde ich noch jede Menge Logfiles. Ihr seht es ja. Und wenn wir eigentlich nochmal dabei sind, wenn wir schon überhaupt heute den ganzen Tag überall dabei sind. Gucken wir gleich einmal unter Ausrüstungen. Und genau, wir haben ja noch andere Schiffe, genau, ich habe ja 5 Stück. Also, dann hätten wir noch die Weng. Designs sind da 1, 2, 3, 4, 5 vorhanden. Okay, ja, das normale ist auch eins. Das zählt auch. Dann hätten wir noch die Zitadelle. Na, die Spearhead, warum packt das so rum? Na gut. Die Spearhead habe ich mal ein bisschen ausgerüstet, weil ich Langeweile habe. Aber weil ich jetzt, glaube ich, schon so viel Langeweile habe. Und die sowieso schon so lange habe und ich glaube, das habe ich schon sehr lange so drin. Die LF3 haben wir da die LF4 mal rein, dann verschwinden die auch mal. So, 4 sollte jetzt die Zitadelle sein. Genau, 4 ist die Zitadelle. Habe ich noch eigentlich das eine Design. Das andere habe ich noch gar nicht ersteigert. Muss ich noch nachholen. Und die Aegis, die habe ich eigentlich auch voll gemacht, soweit, ja. Die ist auch soweit voll. Mit ein paar LF3 auf Level 10 sogar noch. Beiden Konfis. Weil ich schon mal so dabei bin, ersteige ich mal kurz noch ein paar. Genau, täglich. Das sind diese Designs. Diese Seiten habe ich schon wieder komplett vergessen. Sind auch schon gesunken die Preise. Eine Milliarde auf dem Spektrum. Na, okay. Das normale Aegis Design 290 Millionen. Ja, ist nicht viel. Aber ich brauche es wirklich nicht dringend. Oh, und die ganzen Module. Ja, also brauchen du es nicht. Schauen wir mal, was kriegen wir denn? Oh, das ist billig. Das holen wir sich mal um 500.000. Wirklich billig, deswegen steige ich mir das gleich mal, wenn schon so billig ist. Das andere, das brauche ich eigentlich nicht, um die 95 Millionen finde ich nicht wirklich. Ja, brauche ich nicht. Braucht man nicht, absolut braucht man das nicht. Und Shop. Guck mal gleich mal in den Shop. Damit jetzt noch ein bisschen die Zeit vergeht. Pet Gears, was ist da so dieses Angebot wieder mit den Prozenten heute? Genau, mit diesem Pet, ja. Da gibt es hier noch, naja, neue Sachen gibt es ja nicht wirklich. Protokolle kann ich auch mal gucken, aber ich habe schon alles lange nicht mehr durchgeguckt. Wirklich, in diesem Kaufraum habe ich mir schon lange nicht mehr geguckt. Waffen, gibt es da vielleicht noch irgendwas? Nein. Wie ich damals angefangen habe, habe ich mir auch gedacht, Mann, die Sachen sind teuer und dauert sicher sehr lange, bis man damit voll ist. Und hin und her, und dann ging es doch jetzt schon so schnell. Glaube ich selber gar nicht, jedes Mal, wenn ich hier so durchblätter. Da fand ich schon diesen Laser, LF2 Laser, der nur noch Credits kostet, das ist mir neu. Der hat sonst auch Credits gekostet. Starker Laser macht maximal 100 Schaden pro Schuss. Der macht 150. Ja, das ist mir neu, dass der jetzt Credits kostet, der LF2 Laser. Hat's damals nicht gegeben, da hat's noch 5000 Uridium gekostet, also ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wirklich. Habe ich vorher noch nie gesehen, dass der jetzt Credits kostet, ganz neu. Wie ist das gleich mit den Drohnen? Mit den Drohnen, ja, die Credits Drohnenformation. Alles noch gleich. Designs, gucken wir mal Designs. Langeweile. Gucken wir alles durch. Ja, Designs gibt es ja endlos viele. Und dann gucken wir uns noch die Booster durch. Damage Booster noch ein paar Stunden laufen. Shield Regie. Hitpoints Booster. Der Rest ist abgelaufen. Genau, Aktionshaus. Wir gucken in unsere Aktionen. In das gute alte Aktionshaus, sage ich so gerne. Sind ja noch 20 Minuten und keiner darf Booster stärker. Also bitte, wer mich jetzt noch überbieten will, bittet. Überbietet mich. Schildbooster hole ich mir auch noch.
Holen wir sich alles noch. Komm schon. Wenn wir schon dabei sind. Erfahrungspunkte, Booster, alles und 10.000 Credits, warum nicht? Gut, also, während ich noch weiter mal steigern bin, ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gut gefallen und wir sehen uns halt wieder beim nächsten Mal. Schaltet da wieder ein, damit ihr keine Folgen von mir verpasst. Ihr dürft nichts verpassen, sonst kennt ihr euch bei einer übernächsten Folge nicht mehr aus. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dorthin, haut einfach mal rein.